Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge von Let's Play Typewriter. Oh, Times, New Times Roman und sowas. Ich will mal ganz kurz was gucken, wie viele Schriften es eigentlich gibt. Da haben wir dann nochmal ein Level. Ab. Da haben wir nochmal eins. Das heißt, wir sind schon drei Level müssen wir noch machen und. Also drei Level auf jeden Fall und dann mal gucken, was kommt. Hopp, hopp, hopp. So. Dann lernen wir mal ein bisschen was über die Times. Dam, 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 dam. Auf jeden Fall haben wir irgendwas eingesammelt. Hä? Oder auch nicht? Wahrscheinlich, weil wir gestorben sind. Na toll. Tibadeus Klassifizierung. Klassifikationstafel der Schriftarten von Tibadeo. 1921, Tibadeus Klassifizierung. Im 20. Jahrhundert wollte man die Produktivität in Verschriftungs- und Druckindustrie steigern und suchte deshalb nach Methoden zur Rationalisierung und Arbeitsteilung. Bezeichnend für diese Tendenz ist die Klassifizierung der Schriftarten durch den französischen Typografen François Tibadeu in seinem 1924 erschienenen französischen Handbuch der Typografie, Manuel François der Typographie. Tibadeu unterteilt die Schriftarten nach der Form ihrer Serifen in vier große Familien. Die Schriften mit dreieckigen Serifen wie Garamond und Times gehören zur Gruppe der Elsevier's. Die Didots wie Didot und Bodoni zeichnen sich durch ihre feinen Serifen und den starken Kontrast zwischen Grund- und Haarstrichen aus. Die Egyptens und Schriftarten mit rechteckigen Serifen wie Clarendon und Rockwell, die serifenlosen Schriftarten wie Futura und Universe werden Antiques genannt. Mit der Vollständigkeit halber fügte Tibadeu zwei weitere Kategorien hinzu, die Écriteux, die der Handschrift nachempfundenen Schriften und die Fantasies, die man auf Werbeplakaten verwendete. Nein, was? Halt, hä? Hier, ja, ich hab's. Nein, falsch, hey, falsche Richtung. Mann, Mann, Mann. Gibt's doch nicht. Und zack. Und zack. Und zack. Na komm, 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 komm. Puh. So. Und zack. Quetsch. Und tschüss. Okay. Und zack. Und zack. Ah, Quetschlevel. Ich muss ja einfach warten wahrscheinlich. Und zack. Und zack. Gilsans. Gilsans. Wie auch immer. Zeichnung der Schriftart Gilsans von Eric Gill 1928. Gilsans, dem englischen Grafiker und Bildhauer Eric Gill, sind verschiedene neue Schriftarten zu verdanken. Gill, der gelernte Architekt war, besuchte Schriftkurse an der Londoner Central School of Arts and Crafts bei Edward Johnston und widmete sich ab 1903 ganz der Kalligraphie und Bildhauerkunst. Zu jener Zeit wurden alte Schriftarten wie Caslon, Baskerville und Bodoni an ihre Verwendung auf Linotype oder Monotype Setzmaschinen angepasst. Eric Gill entwarf mehrere Schriftarten, darunter die Perpetua, die auf Wunsch des Typografen Stanley Morrison für die Monotype Corporation entstand und 1929 für den Markt freigegeben wurde.
1928 die Seiten der Jill eines rieflosen Schrift, die seinen Namen erhielt. Er stützte sich dabei auf die Schriftart Underground, die 1916 von Edward Johnston für die Beschilderung der Londoner U-Bahn entwickelt worden war. Die schlichte und gut lesbare Schriftart Jill Sans wurde in England schnell beliebt und avancierte zu einer der meistgenutzten serifenlosen Schriften weltweit. Jill setzte seine Arbeit bis zu seinem Tod im Jahr 1940 fort. Seine Schriftart Joanna, die er nach einer seiner Töchter benannte, wurde 1937 von der Schriftgießerei Monotype kommerzialisiert. Boink. Wohin mir? Mann. So. Was ist das? Hä? Und tschüss. Hä? Wie komme ich denn da runter? Okay, so. Der Offset-Druck. Offset-Rotationsmaschine, Marioni 1937. Der Offset-Druck. Der Offset-Druck auf Papier wurde 1903 von dem Amerikaner Ira Washington Rubel entwickelt und beruht auf einer Technik zum Bedrucken von Weißblech, die man in Europa seit Ende der 1870er Jahre anwandte. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung der Lithografie, wobei anstelle des Kalksteins eine biegsame Platte verwendet wird, die auf einem Zylinder befestigt ist. Die Tinte wird zunächst auf ein Drucktuch aus Gummi und mit sehr glatter Oberfläche aufgetragen, das zwischen dem Druckzylinder und dem Papier platziert wird und die Tinte auf das Papier überträgt. Nach dem Prinzip des Vierfarbendrucks lässt sich durch die Kombination von drei genormten Grundfarben, Cyan, Magenta und Gelb und Schwarz, jede beliebige Farbe erzeugen. Wird keine der vier Farben aufgetragen, so bleibt die Fläche weiß und durch die Überlagerung jeweils gleicher Mengen der drei Grundfarben entsteht Schwarz. Der Offsetdruck ermöglicht qualitativ hochwertige Druckergebnisse zu relativ geringen Kosten. Er ist sehr vielseitig einsetzbar und kann zum Bedrucken für unterschiedliche Träger wie Papier, Pappe, Kunststoff und Metall verwendet werden. Er fand schnell Verbreitung und ist bis heute das meistgenutzte Druckverfahren. Ja, da lernt ihr was bei mir. So. Nein, bitte nicht. Oh. Nee. Und weiter geht's. Puh. Und hopp. Oh. Und hopp. Und hopp. Na komm. Nein. Ach, Mann. Und hopp. Nein, weg mit dir. Na komm. Oh Mann, no. Und nein. Nein, oh Mann, oh. Manchmal hasse ich das Spiel, aber echt. Hopp. Nein, ja, falsche Richtung. Hopp. Penguin Books. Yee. Ich mag Pinguine. Pinguine sind toll. So, Titelseite eines Penguin-Books, Taschenbuch aus den 1930er Jahren. Of the World Worms, Ernest Hemingway. Penguin-Books. Der Engländer Alan Lane ist der Gründer des ersten Taschenbuchverlags. Im Anschluss an eine erste Tätigkeit bei Bodley Head, dem Verlag seines Onkels John
Onkel John Lane gründete er 1935 den Verlag Penguin Books und wurde zum Pionier auf dem Gebiet des Taschenbuchs. Penguin verkaufte Neuauflagen erfolgreicher Bücher und neue Titel zu dem äußerst günstigen Preis von 6 Pence pro Buch. Die Penguin-Bücher, die in der soliden und gut lesbaren Schrift Jill Sands gedruckt waren, hatten schnell unerwartet großen Erfolg. Anders als seine Konkurrenten illustrierte Alan Lane die Titelseiten seiner Bücher nicht, sondern wählte eine schlichte Gestaltung mit 3 waagerechten Streifen. Der mittlere Streifen auf dem Titel und Autor des Werks standen, blieb stets weiß. Während die Farbe des oberen und unteren Streifens sich nach der Reihe richtete, den das Buch angehörte. In den Jahren 1946 bis 1949 erstellte der deutsche Typograf Jan Tschichold ein System zur grafischen und typografischen Gestaltung, das zum Corporate Design des Verlages wurde. Das System, das er in einer 4-seitigen Broschüre mit dem Titel Penguin Composition Rules festhielt, hat sich seitdem nicht wesentlich verändert. Ab. Oh, jetzt komme ich zur Schreibschrift. Scheiße. Toll. Toll. Wie soll ich das schaffen? Verarschung. Jetzt muss ich da so durchhüpfen oder was? Als einzelner Ball. Ja, es geht ja gar nicht. Das funktioniert doch nicht. Sollen wir das hinkriegen? Ah, okay, man muss einfach nur warten. Ja, gut. Das geht natürlich auch. Habe ich ihn noch? Tot. Ab, 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 ab. Ab, ab, ab. Na. Geburt des Spielfilms. Yay. Werbeposter für den Film Metropolis von Fritz Lang 1927. Die Geburt des Spielfilms. Der technische Fortschritt förderte die Entwicklung neuer Medien und bald machten Radio und Film den Druckerzeugnissen Konkurrenz. Der Spielfilm, der bis in die 1930er Jahre ausschließlich stumm war, machte ausgiebig von der Schrift Gebrauch. Die Dialoge wurden auf Tafeln gedruckt und kamen als Zwischentitel zwischen den gespielten Szenen zum Einsatz. Manche dieser frühen Filme hatten einen Soundtrack, der entweder aufgenommen oder live im Kinosaal gespielt wurde. Der Vorspann von Filmen war zunächst nur eine langweilige Namensliste und enthielt die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben über die Filmproduktion. Gewöhnlich öffneten die Filmvorführer den Vorhang vor der Leinwand sogar erst nach dem Vorspann. Erst durch den Amerikaner Saul Bass erhielt der Vorspann eine künstlerische und narrative Dimension und wurde zu einem echten Bestandteil des Films.
1955 erhielt der Grafikdesigner und Werbefachmann einen Auftrag für den Vorspann des Films Der Mann mit dem goldenen Arm, The Man with the Golden Arm, von Otto Preminger, in dem sich Saul Bass dabei vor allem auf grafische Arbeit und nicht auf visuelle Elemente aus dem Film stützte. Brach er mit den damaligen Konventionen und bereitete dem modernen Filmvorspann den Weg. 1959 schuf er den ebenfalls innovativen Vorspann zu Hitchcocks Der unsichtbare Dritte, North by Northwest, mit der Erfindung der kinetischen Typografie, bei dem er einen Text über ein bewegliches oder unbewegliches Bild hinwegzieht, legte er den Grundstein für die animierte Typografie. Saul Bass erlangte rasch Berühmtheit, entwarf zahlreiche Filmvorspände und arbeitete regelmäßig mit großen Filmemachern wie Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick und Martin Scorsese zusammen. Ja, so war das damals. Hab. Leck mich doch am Arsch. Times New Roman. Wo ist denn damit hin erstmal? Das ist die Frage. Times New Roman. Die Schrift kennen wir doch, glaube ich, alle. Zeitungsstapel. Times New Roman. Der englische Typograf, Schriftdesigner und Schriftshistoriker Stanley Morrison veröffentlichte 1921 The Craft of Printing. Sein erstes Werk über die Geschichte der Typografie und des Buchdrucks. In seiner Zeit bei Pelican Press von 1921 bis 1923, dann bei Collister Press in Manchester, schuf er zahlreiche Schriften, darunter 1923 die Schriftart Blado. Von 1923 bis zu seinem Tod im Jahr 1967 war er künstlerischer Berater der Monotype Corporation. Ab 1929 arbeitete Stanley Morrison zudem als künstlerischer Berater für die englische Tageszeitung The Times. Er entwarf insbesondere das neue Layout der Zeitung und leitete die Entwicklung der Schriftart Times New Roman. Die Stempel der Times New Roman, die sich an die Schriftart Plantin aus der Schriftklasse französische Renaissance Antike anlehnt, wurden 1931 geschnitten und 1932 erstmals verwendet. Die Schrift sollte platzsparend und auch bei schlechter Papierqualität optimal lesbar sein. Durch ihre geringen Unterlängen und den starken Kontrast zwischen Grund- und Haarstrichen erfüllte die Schrift all diese Anforderungen und wurde von der Zeitung The Times 40 Jahre lang unverändert verwendet. Respect. Big fat respect. So, Das wird mich wohl töten müssen. Und schon wieder. Mann, oh. Manchmal ist es echt ein bisschen frustrierend, dieses Spiel. Hab. Die. Nein! Falsche Richtung irgendwie. Ich muss den Ball nach rechts boxieren. Ui, wo bin ich denn jetzt? Secret Level. Hä?
Nein, nein. Das geht. Nein, Mami. Toll. Danke, Level. Super gemacht. Roll weiter, roll weiter, roll weiter, roll weiter. Fucking goddammit. Nein! Ja, wohl doch, es geht. Nein! Nein! Mann, ich könnte kotzen. Falsche. Ah, Times. Ach, komm. Mann.
Nein, 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 nein. Nein! Ganz sachte, ganz liebsam. Mon chéri. Baby, nächstes Loch und noch ein Loch weiter. Dann geh. Yay! Ja! Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst den Daumen nach oben da. Ich glaube, in dieser Folge habe ich es mir wirklich verdient. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider. Haut rein!